Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich habe gerade, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, jede Menge gemacht. Das muss ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar, ich wollte euch das nicht antun im Video, weil das hat jetzt ein Weilchen gedauert und war auch sehr schnöde. Ich habe hier, wie ihr seht, jede Menge Versorgungsrouten angelegt und pipapo und auch jemanden da von Sanctuary nach zur Burg geschickt. Hä? Warum haben wir da jetzt vier Leute? Wo kommt die denn her? Wahrscheinlich. Das erzähle ich euch gleich. Wahrscheinlich weiß ich, was das ist. Auf jeden Fall, ich habe überall mich darum gekümmert, dass Schutz vorhanden ist, dass Essen vorhanden ist, bla, dies, jenes. Es ist überall alles gemacht, nur hier in der Red Rocket Raststätte nicht, weil das ist ja, da ist eh kein Schwanz, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ja, lassen wir das mal. Muss ich nicht auch noch machen. So, hier. Komischerweise zeigt er mir bei der Burg immer noch dieses Ausrufezeichen an. Lächerlicherweise seht ihr hier 136 Energie. Ich habe Generatoren hier hingepflanzt, das glaubt ihr nicht, ja. Das ist schon fast peinlich, ich will das euch gar nicht zeigen. Ich habe auch fa meinen ganzen Schrott dafür verbraten. 136 Energie, das sind zig Generatoren, die ich hingepflanzt habe. Und es reicht einfach nicht, es wird immer noch rot angezeigt hier im Baumenü. Es ist sehr, sehr seltsam, sehr kurios. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, ja, der Rest passt auf jeden Fall. Auch wenn die Abernathy-Farm zum Beispiel keine Energie hat, das ist Wurst. Die brauchen wohl keine Energie. Ja. Wie gesagt, sonst passt alles. Und jetzt kommt's, warum ich gesagt habe, warum hier. Das sehe ich jetzt aber auch gerade zum ersten Mal, warum hier vier Leute sind plötzlich. Da kam plötzlich eine Frau auf mich zu, nachdem ich das alles gemacht hatte. Und ich kannte die nicht. Die hat dann gesagt, hey, ich muss unbedingt mit dir reden. Gut, dass du endlich da bist. Ja, auch nicht so, ja, na, passt schon, ne? So, und die Frau, die wird wahrscheinlich zu den Vieren zählen. Und dann ist noch eine Minuteman-Frau da. Die zählt da auch dazu wohl. Die habe ich jetzt mal zum Ernten des Essens hier eingeteilt. Und jetzt sprechen wir mal mit Ronnie Shaw, heißt die Gute. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat, wer das ist. Entschuldigung. Bereit, mit mir zu reden? Ja, aber wer bist du eigentlich? Wer bist du? Ich bin Ronnie Shaw. Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Ich verstehe. Joe Becker war ja der Anführer. Es ist schön, dich kennenzulernen, Asma. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Was willst du denn eigentlich? Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schaue mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Tja, wir helfen und du, das Commonwealth braucht uns, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, die Guten. Ich würde sagen, die Guten werden gebraucht. Das ist, muss doch jemand hier für Recht und Ordnung sorgen. Die Minutemen sind wieder die Guten. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Aha, wer sagt das denn? Also ich möchte sie jetzt nicht wegschicken oder so. Das klang zwar jetzt ein bisschen arrogant, aber hey, ja, möchtest du wieder beitreten? Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Oho, das hört sich ja sehr nett an. Waffenkammer, westliche Bastion. Wie ihr hier seht, habe ich auch ein paar Geschütztürmchen hingebaut. Das da sind einfach nur Lampen, die anscheinend nicht funktionieren. Okay. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Naja, Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. bis auf einen Teil davon. So, wie kommen wir denn da jetzt rein? Ich hoffe, du hast eine Idee, meine Gute. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich.
Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Hi. Aber mir scheint, als wäre das noch eine von den hartgesottenen, von den alten, harten Minutemen. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Hier, da habe ich übrigens so Windräder hingebaut. Die bringen zwar nicht viel Strom, aber ich wollte sie einfach mal bauen. Und hier übrigens ein kleiner Teil der Generatoren, die ich gebaut habe. Den Rest habe ich irgendwo oben drauf gebaut. Das waren dann kleine Generatoren. Da ist eine Geräuschkulisse, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das will ich euch jetzt aber auch nicht zeigen. Das ist, wie gesagt, das ist schon fast peinlich. So viele Generatoren habe ich hier hingebaut. Ich zeige euch das gerade mal. Das Quartier des Generals. Seht ihr das? Energie ist immer noch rot. Tunnel von hier. Unglaublich. Okay, okay, okay. Hm. Oh, Tunnel? Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Ja, dann pack mal die Schaufel aus, ne? Ein Globus. Sir, unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit? Nein. Wegen dem Globus oder was? Ich glaube, der bei dir hackt's. So, soll ich mich jetzt setzen oder was? Wir setzen uns mal. Ja, ich steige ja schon aus. Komm schon, General. Du musst doch was haben, mit dem sich die Trümmer beseitigen lassen. Hi. Ich hoffe, du weißt, Hi. Wie man diesen Schutt wegbekommt. Warum setzt du dich da eigentlich auf meinen Stuhl, hä? Was soll das denn eigentlich? Eine Rakete, noch eine Reichsfuhr. Überall liegt hier noch was rum. Ich habe da so eine tolle Axt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Anscheinend nicht. Aber, ja, wie soll ich denn den Schutt wegbekommen? Soll ich mit dem Raketenwerfer einmal draufballern oder was? Komm, sag mal was. Komm schon, General. Lass uns die Trümmer wegpusten. Aha. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, was passiert, wenn ich hier mit dem Raketenwerfer reinballer, ne? Aber hier wird mir was angezeigt. Was wird mir da angezeigt? Die Werkbank. Warum wird mir... Mit was soll ich denn die wegpusten jetzt? Moment mal. Habe ich vielleicht noch irgendwas dabei gerade? Sowas wie, nein. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, sollen wir es mit irgendeiner Waffe mal probieren? Draufballern? Ich frage mich halt, warum die Granate da lag. Die Rakete da lag. Wir müssen möglicherweise... Hier ist ja noch ein Minuteman. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah, die habe ich gesehen. Die habe ich zugeteilt. Aber dich habe ich noch nicht gesehen. Naja, gut, egal. So, scheiße, was machen wir nun? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Na! Wie machen wir das am klügsten? Ich will die Waffenkammer sehen. Das interessiert mich jetzt schon brennend. Ich glaube ja nicht, dass das wirklich was hilft dir. Scheiße. Ich habe jetzt halt echt nichts dabei, ne? Verdammt, muss ich jetzt wirklich kurz... Moment. So, Karte. Wir porten mal kurz nach Sanctuary. Dann holen wir uns da mal schnell... was holen wir uns denn? Wir holen uns mal Granaten und einen Raketenwerfer oder so. Und dann schauen wir mal, ob wir da mit dem Raketenwerfer mal... Ich hoffe halt, ich töte die nicht, wenn die da so nah daneben sitzt. Ja. Aber sie hat gesagt, wir sollen es wegpusten. Also... Ich probiere es zuerst mal mit Granaten. Die Granaten, die sind nicht so schlimm. Ich glaube, da ist ein Raketenwerfer schlimmer. Vielleicht reicht ja eine Granate. Vielleicht müssen wir es auch mit so einer Kryogranate probieren oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken gleich mal. Ich habe ja da alles Mögliche mittlerweile in meinem Schränkchen rumfahren. So. Was haben wir denn hier Schönes? Gott, was habe ich hier alles für einen Scheiß drin? Den Fat Man hätte ich auch noch, aber mit einer Mini-Atombombe will ich da nicht unbedingt drauf schießen. Ich glaube, sonst geht's uns an den Kragen.
Impulsminen hätten wir noch. Die macht gut Schaden, ne? Kronkorken. Boah, die macht ja noch mehr Schaden. Lecco mio, du. Hier, die Kryogranate. Die nehmen wir mit. Reichweite 93. Die nehmen wir mal mit. Minigun habe ich ja auch noch. Stimmt. Oh, ich habe sogar mittlerweile richtig viel Schuss dafür. Die sollte ich fast mal mitnehmen, ne? Die sollte ich fast mal mitnehmen. Einfach spaßeshalber. Das wiegt zwar jede Menge, aber wir haben jede Menge Muni dafür. So, Raketenwerfer haben wir 3 Stück. Warum haben wir 3 Raketenwerfer? Ich glaub's ja gar nicht. So, ein Raketenwerfer bitte mit. Und Splittergranaten. Die haben auch, die machen ja sogar 100, die machen ja okay. Wir nehmen mal 3 Stück mit. So, komm her, 3 Stück. Dann bauen wir dort auch mal. Ich glaube, ich werde die Burg zu meinem. Wobei, nee, ist eigentlich blödsinnig. Ist eigentlich blödsinnig. Wenn ich jetzt schon hier alles gelagert habe, dann passt das schon. So, wir porten wieder zurück zur Burg. Hallo, Burg. Was stand da dran? Verschafft ihr Zugang zur Waffenkammer? Ja, das ist schön, das weiß ich. Ich dachte vielleicht, da steht irgendwas Nützliches, aber nein. Aber sie hat ja gesagt, wegpusten. Jetzt, das probieren wir jetzt mal. Fire Rescue. Das Feuerwehrmodell des Protektoren ist mit einem internen Kryolator ausgestattet, die es in jeder Kampfsituation... Ja. Du kannst die Waffen und die Bekleidung des Begleiters verändern, okay. Das habe ich ja auch noch nicht ausprobiert, aber bei dem ist schlecht was zu verändern, würde ich sagen. Warum haben wir eigentlich hier noch einen Ausgang hinten zur Burg raus? Ist auch nicht so toll, wobei da wird schon nichts herkommen. So, jetzt Momentchen mal kurz, Inventory. Ich packe mir mal kurz die Minigun auf eine, ja, hier auf die 7 halt, ne, passt schon. Und dann rüsten wir jetzt mal die Granaten aus. So, ich weiß gar nicht mehr, wie schmeißt man die, ich glaube mit linkem Alt habe ich die irgendwie drauf gehabt. Wir gucken mal. Wehe, das funktioniert nicht, ja. So, meine Gute, bist du bereit? Sorry. Was läufst du denn da auch hin, du Dödel? Das hat irgendwie nichts gebracht, würde ich sagen. Verdammt. Wie sollen wir das denn machen? Sollen wir mal eine Kryogranate probieren? Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Holy crap. Cotsworth? Geht's dir gut? Ich glaube, ich habe dich ein bisschen gefrostet oder so. Schock gefrostet. Oh, scheiße. Verdammt nochmal, da funktioniert ja nichts hier. Okay, dann Raketenwerfer. Leck mich doch. Oh, wir haben 13 Raketen mittlerweile. Cotsworth, komm, beweg mal deinen Arsch da weg, verdammt. Verdammter Scheißdreck. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Komm, war der nicht irgendwie anders ran? Kann doch nicht sein, ey. Mit der Minigun, das wird auch nichts. Das ist doch völliger Schmarrn hier. Das kann doch nicht sein. Moment mal. Ich gehe mal kurz da oben drauf. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Vielleicht müssen wir das Ding hier wegpusten. Huch, das war knapp. Tja, ich bin leicht überfragt momentan. So, Splittergranaten und gib ihm. Das bringt doch alles nichts. Völlig für die Tonne, ey. So ein Dreck. Wie zum Kuckuck soll ich das anstellen?
ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal für die Folge und ich muss danach mal Goggle befragen, ja, weil ich halt... Das bringt ja nichts, wenn wir hier jetzt 10 Jahre noch weiter versuchen, das Ding in die Luft zu jagen. Das hat ja irgendwie keine Wirkung. Entschuldigung. Ich hoffe, du weißt, wie man diesen Schutt wegbekommt. Nein, ich weiß es nicht, du. Dumme Nuss, du, echt. Deswegen mache ich doch hier so dumm rum, ey. Heiland, zack, ich werd bekloppt. Können wir nicht irgendeinen von den Minutemen hier fragen? Hallo? Minutemen. Irgendeiner von euch, der einen Plan hat? Hier ist Sturges. Sturges habe ich übrigens hierher gebracht. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, ich will eigentlich nicht handeln. Eigentlich will ich, dass du mir sagst, wie ich den Schutt wegbekomme. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein. Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar doch. Nein. Doch, die nehme ich. So. Okay, das wird so nix. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich lasse die Quest mal so stehen. Wie gesagt, ich werde das mal googeln. Ich tue sowas zwar sehr ungern, aber das nervt mich gerade ein bisschen. Ich will in die Waffenkammer rein. So, jetzt gehen wir mal kurz. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier, Polizeirevier Cambridge. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir geben nämlich jetzt mal die Quests ab, die wir für die stählerne Bruderschaft noch erledigt haben. Da haben wir ja noch 2 offene. Bevor ich jetzt hier noch weiter Granaten verschwende und, ja, sinnlos in die Luft baller. Jetzt habe ich nur dummerweise, falls ich jetzt auf Tour gehe, nicht mehr so viel Platz, weil ich den Raketenwerfer und die Minigun an Bord habe. Naja, gut, egal. La 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 la. Es tut mir leid, ich halte schon die Schnauze. Aber mir gehen die Ladebalken immer so auf den Sack. So, komm jetzt, mach mal hin hier. Das hat auch vorher auch nicht so lange gedauert beim Hin- und Her-Switchen. Geht doch. So, auf ins Polizeirevier. Was war das denn? Da ist schon wieder eine Mini-Atombombe in die Luft gegangen. Oder ein Auto oder so. Eieieiei. Wo man hinkommt und hinschaut, gehen Mini-Atombomben in die Luft. Oder es gibt fette Explosionen, wie auch immer. Das ist doch nicht auszuhalten. Da muss man sich echt in Acht nehmen. So, jetzt aber. Hier, hallo, hallo. Tag auch, Dance. Hallo. Ach so, hier kann man rein. Hallo. Ich habe gerade an dich gedacht. Wie sieht es mit der Technologie aus? Du hast an mich gedacht, Schnecke. Was geht denn ab bei dir? Alles okay? Hier. Gut, ja, ich hab's dabei. Ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. Ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Oh yeah, Level up. Nein, ich will jetzt gerade nicht... Das geht gerade nicht. Kein Problem. Nimm dir Zeit, um zu Kräften zu kommen. Ich bin hier, wenn du bereit bist. Hi. Das ist zwar schön für die XP, aber ich will nicht immer die gleichen Missionen machen, um ehrlich zu sein. Und deswegen werde ich auch die hier einfach nur abgeben. Das Gebiet ist sauber? Ja. Ist sie. Bestätigt. Das ist doch mal eine nette Überraschung. Hier, deine Bezahlung. Da draußen gibt es noch eine Menge Gegenden, die gesäubert werden müssen. Wenn du dich sammeln musst, tu es. Sag mir, wenn du bereit bist. Nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Gut. Aber ich will nicht sehen, wie du rumgammelst, wenn da draußen was zu tun ist. Halt bloß die Klappe, mein Freund, sonst kriegst du gleich meine Axt zu spüren, du. Ich hab schon genug Gliedmaßen damit entfernt. So. Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Daten. Aufgaben. So, alte Waffen. Ja, ich würde gern wissen, wie man das macht. Aber das steht hier auch nirgends. Ja, wir müssen halt, ja, toll. So, ich hab doch hier noch, genau, ich hab noch Hangman's Alley. Das machen wir jetzt gerade mal. Das müssen wir säubern, um da eine neue Siedlung zu schaffen. Da können wir uns hier irgendwo, wir porten uns mal zum Wrack der USS Rip. Ah, ich kann hier nicht schnell reisen. Ja, ich gehe schon raus. Wir porten uns zum Wrack der USS Riptide, wo wir ja auch schon ein bisschen gewütet haben mal. Und von dort aus latschen wir dann kurz darüber. Zumindest in der Hoffnung, da latschen nicht wieder lauter Supermutanten und Raider mir über den Weg. So, Hangman's Alley. Da, Wrack der USS Riptide. Oh, du bist aber ein Süßer. Ist der nicht knuffig, der Hund hier? So einen hätte man doch unbedingt gern als Haustier.
Wunderhübsch. Und diese lange Zunge. Hm. So, jetzt aber genug hier. Also das ist, glaube ich, bisher, muss ich sagen, das Nervigste für mich, diese Ladebalken, diese Ladezeiten. Aber gut, das lässt sich nicht anders machen bei dem großen Spiel hier. Ich verzeihe es, ja, ich verzeihe es. Aber trotzdem darf ich ja sagen, dass es mir auf den Sack geht, ne? So, hier ist Hangman's Alley. Und wie gewohnt laufe ich natürlich mit meiner Axt rum. Seit ich sie habe. Ich liebe die einfach, ich liebe die Axt. Ich habe auch vorhin mal in einem Ladebildschirm gelesen, dass es einen Skill gibt, mit dem man Gegner ansprinten kann und ihnen Schaden macht. Und dass man dann sogar einen gewissen Sprungskill bekommen kann, mit dem man die Gegner anspringen und Flächenschaden verursachen kann. Das klang für mich richtig nice, zumal ich ja dann mit der Axt schön direkt in den Nahkampf springen kann. Ah, das sind wieder Gegner. Oh, damn it, du Arschgesicht. Okay, ich mach auf und renn rein und dann hauen wir ihn um. Ja. So, du da hinten, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz looten, ja. Die Zeit nehme ich mir einfach. Dein Arm, ich glaube, dein Kopf ist gebrochen. Oh, da kommen aber noch ein paar. Ja, ihr verliert ein paar Leute und ein paar Arme und ein paar Köpfe und so. Ey, die Axt, das ist so krank, Alter. Ach, das ist Hank. What the fuck, was war das denn? Da ist gerade irgendeine Rakete drüber geflogen oder was war das? Alter. Was war da denn los? Ich konnte mich da jetzt nicht wirklich drauf konzentrieren gerade, aber habt ihr das gesehen? Oh, und habt ihr gesehen, wie schnell das Bein ab war? Sowas aber auch. Das würde mich jetzt schon brennend interessieren, was da mit der Granate war. Mit der Rakete, die da drüber geflogen ist. Kranker Shit. Habe ich jetzt eigentlich hier alles eingesammelt? Das wird übrigens eine lustige kleine Siedlung hier mitten in der heißen Zone, nenne ich sie jetzt einfach mal. Komm, wir machen hier gerade mal zu. Aber sowas lässt sich hier ganz cool verteidigen. So, und ja, ich glaube, wir haben jetzt alles. Müssen wir jetzt... Was? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Wie kann ich das bauen? Wir gucken gerade mal. Eine Rekrutierungssendestation, aha. Nein, da ist es wohl nicht bei. So, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Hier gibt es eine Kochstation, die ich bauen kann. Was ist das? Nochmal eine Kochstation, Laborstation, bla. Okay, Läden. Wie soll ich das bauen, verdammt? Plünderstation. Sirene. Oh, Moment, Schnellreiseziel. Ah, ich habe keinen Stoff. Wo soll ich das bauen? Ah, Rekrutierungsfunkleitstrahl. Haha. Das wird's wohl sein, oder? Ein Leuchtkasten. Wozu sollte ich einen Leuchtkasten bauen? So, wir bauen das Ding mal. Hey, Cotsworth, hau ab. So, wir bauen das Ding einfach mal, keine Ahnung, hier ins Eck, da stürzt nicht so. So, jetzt brauchen wir Energie hier. Oh nein, ich kann, ich hab, oh nein, kann ich überhaupt noch?
Verfluchte Kacke, ey. Ich habe alles verbraten. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich habe ja das Zeug jetzt nicht mehr dabei. Okay, da müssen wir Schrott sammeln. Um dann hier wieder das Zeug bauen zu können. Dann machen wir jetzt mal an der Stelle gerade eine Pause. Ich werde dann eine Versorgungsroute hierher einrichten. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge das nochmal genauer an. Dann brauche ich hier einen Generator und Schnickschnack. Was wir halt so brauchen, ne? Und ja. Jetzt würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Und tschüss.